nenne dich dem zum Rasen geboren Verein. Ich habe gerade gedacht, so, ich bin hier hingefahren, dachte so, hä, plötzlich geht die Markierung weg. Aber das ist wirklich diese Horizon-Story, wo wir einfach anfangen müssen. Okay, dann schauen wir da mal rein. So, Pablo, der Rest ist natürlich gesperrt. Das sind jetzt, gibt so verschiedene, wie nennt man das? So Aufgabensachen, wo man dann Sachen eben machen muss und in gewissen Zeiten oder so. Wobei, ja, es gibt zum Beispiel auch sowas wie, ich glaube, ein Driftclub oder so. Zum Beispiel mal im Vierer gab es das. Da sind es natürlich keine Zeiten, sondern irgendwelche Punkte. Und ja, wir schauen mal rein, was wir hier Tolles machen müssen. Es gab auch mal so ein Lieferding. Nur mal so als Beispiel. Also, ein paar Rennfahrer sind aufgekreuzt. Ah, Freunde von dir? Nein, keine Freunde und auch keine Rennfahrer, Jamin. Wir sind die Born Fast Renngesellschaft. Ja, Schnöselgesellschaft. Hey, Amigo, du bist hier in meinem Land. Wir klären sowas auf der Straße und sonst nirgendwo. Ein Rennen klingt gut. Legen wir los. Ja, und Fahrzeuge bekommen eigentlich auch meistens gestellt. Dann ab zu den Autos. Alter, so. Born Fast. Warte mal, nur den Autos? Oder besiegen? Das ist ja unfair. Guck mal, der hat hier einen fetten Bentley. Und ich habe hier so einen Gammel-Renault. Weil der gerade irgendwie langsam ist. Muss ich hin? Irgendwie irritiert mich das. Dass der langsam ist, irgendwie, keine Ahnung, okay, rechts abbiegen an der Kreuzung muss. Ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe auch nichts gemacht. Nur das eine Bier getrunken. Ich fange mal ganz von vorne an. Vor ein paar Jahren war ich bei diesem nächtlichen Treffen in London. Dachte, es wäre vielleicht cool. Aber dann waren da nur ein Haufen verwöhnter Bonzenkinder. Und er hat gegen dich verloren. Ja, schon, aber nur ein einziges Rennen. Wir beide gewinnen und verlieren dauernd, ohne uns deswegen so aufzuführen. Warum waren die noch nie bei Horizon? Wenn du mich fragst, ist Horizon ohne die Typen besser dran. Schon gut, Jay. Mal sehen, ob sie fahren können. Kurve voraus! Bin auf seinen Wendekreis gespannt. Okay, bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe jetzt gar nicht das Gespräch so verfolgt. Ich denke mir so, der hat doch ein viel besseres Fahrzeug. Wieso ist der so lahm? Und ich fahre auch noch richtig kacke. Aber wie gesagt, ja, der Wendekreis von dem Renault ist nicht sehr geil. Deshalb fahre ich auch so scheiße. Weil irgendwie gehen die Pfeile weg und dann denkt man so, man schafft die Kurve, aber das Auto packt halt trotzdem nicht die Kurve. Oh Mann. Also was haben wir? 3 Sterne, 2 Minuten, 3,3 Kilometer, Alter, da müssen wir uns aber noch ranhalten hier. Ich find's halt nur irritierend, der Bentley müsste doch besser sein. Also klar, okay, wir haben hier ein Clio, ich glaub Clio Sport irgendwas, irgendwie Special Edition oder so, aber ich denke mir eigentlich so... Okay, was? Zielort 1,4, achso, nochmal weit... Du hast was drauf, Pablo. Du brauchst nur einen echten Straßenwagen. Mein Vater bezahlt das. Ich baue einen krassen Hot Rod zusammen, wenn's sein muss. Nicht nötig. Komm zur Straßenszene, da finden wir was für dich. Was ist mit dir, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Ich war gerade am Ende mega verwirrt. Okay, 1,5 Sekunden hatte ich noch Zeit, weil es stand ja dran, es sah nicht richtig aus wie ein Ziel, aber irgendwie auf der Map sah es aus wie ein Ziel, aber am Checkpoint stand 1,4 Kilometer dran, aber irgendwie war doch das Ziel und ich dachte so, ich schaffe das gar nicht in der Zeit, aber irgendwie stand 1,4 Kilometer, aber auf der Karte hat noch nicht sah genug. Tristan so wenig organisiert aus. Im Stadion einen weiteren Showdown. Du kannst jetzt hinfahren. Oder... Und das ist schräg. Aber dein Gegner hat mich angerufen. Hat gesagt, er will mit dir reden. Deine Entscheidung. Für mich klingt's nach einer Falle. Nein. Wir gehen zur Hallo, Falle. Hier ist Charlie. Ich wollte vor dem Rennen mal kurz plaudern. Nur du und ich. Alles klar. Flitzen wir da kurz hin. Bisschen komisch, dass man sich da irgendwie entscheiden kann. Oder muss man am Ende doch beides machen? Ich weiß es nicht. Hat sich nur... Irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwas verpassen könnte. So, jetzt darf man einmal noch hier ums Stadion rum. Oh, oh, driften geht heute auch nicht so. Einfach durch alles durch. Hallo. Geht mit dem Ford hier ab.
So, ja eben, guck mal, ich habe hier eins übersprungen eigentlich, aber ich bin jetzt hier hingefahren und könnte jetzt hier weitermachen. Aber egal. Okay, da gibt's eine Sache, über die ich reden wollte. Steig in deinen Wagen, ich erzähl's dir unterwegs. Okay, dann lass uns reden. Macht es dir echt nichts aus zu verlieren? Ja, toll finde ich nicht. Aber niemand gewinnt immer. Du verstehst nicht. Ich bin keiner von denen. Ich hatte nur ein Stipendium für Tristans Schule, aber wir haben uns gut verstanden. Deshalb haben sie mich aufgenommen. Eine Weile fand ich es ja ganz lustig, aber ich kann mich nicht mehr verstellen. Gehst du oder nicht? So einfach ist das nicht. Tristan war mein Kumpel, aber dann ist er wegen der Sache mit Jamin durchgedreht. Ich dachte, wenn ich ihn mit einem Sieg überrasche, mit deiner Hilfe vielleicht. Willst du, dass ich absichtlich verliere? Ja, nein, stimmt schon. Dumme Idee. Hey, ja, wollte ich auch Glück schon beim sein. Rennen, Superstar. Da bist du ja, fahr in die Linie. Lass niemals locker, Charles, ich will, dass du gewinnst. Einen schönen Lambo Diablo. Nur gewinnen. Ja, Tristan, ich weiß. War ich jetzt quasi für ihn oder gegen ihn oder muss ich jetzt verlieren? Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Besiege Charles oder lass ihn gewinnen. Also, worum ging's bei euch? Also, wenn es geht, dann möchte, dass gewinne ich ihn gewinnen lasse. Echt? Wow. Und machst du's? Weiß nicht. Eigentlich denke ich, in der Straßenszene hätte er mehr Spaß. Vor allem überlege ich mir gerade, wenn ich ihn quasi gewinnen lasse, ob ich zum Beispiel überhaupt auch die 3 Sterne bekomme. Das ist ja auch so eine Frage, ob der eine 3-Sterne-Zeit hier fährt. Und vielleicht auch eher nicht. Bin mir nicht sicher. Irgendwie stimmt was mit dem Navi nicht. Guck mal hier, Zielort 3,3 Kilometer. An der Map steht 4,6. Beides bewegt sich aber. Irgendwie sind wir generell ein bisschen langsamer unterwegs wegen den Kurven. Aber vielleicht werden die letzten paar Meterchen ein bisschen schneller. Wobei, jetzt sind wir noch ein bisschen irritiert, weil das mit der Kilometerangabe hat irgendwie auch im letzten Rennen nicht so gepasst. Uiuiui. Bisschen ausgebremst durch den Zaun. Jetzt haben wir hier nochmal so ein paar fette Kurven. Und mit den Zeiten wird es so eher ein bisschen eng. Wobei der Lambo jetzt auch... Guck mal, jetzt wieder 1,5 Kilometer und 2,1. Es ist total verwirrend, wenn man es halt ganz anders einschätzt. Ah, okay, du hast dich bestimmt angestrengt, Charlie. Ich gebe dir später ein paar Tipps. Schwächere Gegner aussuchen. War das gerade Eigenlob? Hab versucht, die Anrufe von diesem Baby Tristan zu ignorieren. Aber er lässt mich locker. Schon mal versucht, ihn nicht zu beschimpfen? Nein, warum sollte ich? Hab noch jede Menge mehr davon auf Lager. Egal. Er bringt einen neuen Rennfahrer an den Start, den du zerlegen kannst. Na, das hört sich doch mal schön an. Dann würde ich mal sagen, wir haben hier oben Story fortsetzen, Fahrt zum Zielort, dann flitze ich da kurz hin und wir sehen uns dann gleich am Zielort drüben. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil Antonia, aber den Charts habe ich eigentlich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt weitergeht. Eigentlich müssen wir irgendwann eh alle mal machen. Superstar. Wieder ohne Jay? Schade. Er scheint ja so ein berühmter Horizon-Rennfahrer zu sein, dass er gar keine Zeit mehr hat, selbst Rennen zu fahren. Das hier ist doch ein großes Festival, Tristan. Da ist Platz für euch beide. Sag das doch ihm. Sag ihm, ich nehme gern die Einladung zum UK-Festival entgegen, wenn er schon dabei ist. Ist ja nur 3 Jahre zu spät. Warte, er hat nie... Tristan, deine Problemchen langweilen mich. Ich will jetzt fahren. Oh, hallo.
Und du bist? Das ist Antonia Ritter. Sie ist führende Fahrerin ihres Rennteams. War ein anständiges Rennen mit der Bone Fast Crew Superstar. Aber es endet hier. Ja, für sie. Ja, schicker Porsche hier mit dabei. Verliert niemals. Und jetzt aus dem Weg, bitte. Ja, bist du schon ferne. Ich lass dir mal ein bisschen den Vortritt, aber irgendwann mache ich dich noch zur Schnecke. Unter 2 Minuten für die 3 Sterne. Natürlich auch immer ein bisschen interessant mit den ganzen Fahrzeugwechsel, wie sie sich so fahren lassen. Uiuiui. Okay. Also der BMW ist schon in der Beschleunigung im unteren Bereich ein bisschen besser. Sorry, dass ich nicht da war. Wie war das Rennen? Ich bin mitten im Rennen. Hast du Tristan zu Horizon UK eingeladen? Was? Kein Plan. Hätte ich's tun sollen? Er ist doch erwachsen und kann das selber entscheiden, oder? Ja, aber ihr beide benehmt euch wie... Ach, wir reden später. Deutsche kann fahren. Ja, okay, bis dann. Der hat er gesagt? Das ist doch nicht sie, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Total confused hier. Und wir sind aber gut vorne. Jetzt sehe ich schon wieder hier die 3,8 Kilometer. 5,5. Ich bin die bessere Fahrerin und habe die Strecke genau untersucht. Es besteht kein Zweifel, dass ich hier siegen werde. Hey, sagte sie. Du kannst die Strecke? Das ist nicht fair. Trotzdem ist sie hinten. Ich habe im Rahmen meiner Rennvorbereitung alle möglichen Umsetzungen einer Rennstrecke im mexikanischen Straßennetz studiert. Aha. Ich lasse mir keine Gelegenheit entgehen, mich als bessere Fahrerin zu beweisen. Wow, ich habe ewig die richtige Hupe gesucht. Okay, was ist mit der los? Soll die irgendwie so jemand typisches Deutsches repräsentieren? Keine Ahnung. Aber so bin ich doch gar nicht. Oh, Ziel! Wieder hier durch. Du hast mich geschlagen. Wie hast du das gemacht? Zeig mir, was du in den Kurven getan hast. Gelenkt. Ich will alles wissen. Gas gegeben. Hey, Antonia. Probier fürs Extra-Training mal die Straßenszene aus. Ich werde drüber nachdenken. Spezialhupen klingen gut. Aha. So, okay. Hat sogar wieder gepasst mit den 3. Weil, das kann immer so... Auf einmal, da stehen auch so 2 Kilometer und das Ziel ist direkt vor dir. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gerade ein Fehler von einem Update ist oder. Also ich habe Tristan geschrieben, nur bei aber der die Serie Nachricht hier. Klang irgendwie sarkastisch und er setzt einen anderen Bornfast-Fahrer auf dich an. Wow, die letzten 2 Abenteuer. Was soll's sein? Ich habe eine Münze, wenn das hilft. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part dann hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schauen und reingehauen.